Wenn du alle US-Ausgaben des Buches Peril at Endhouse übereinander stapeln würdest, kämen wir bis zum Mond. Bei uns ist es unter dem Titel Das Haus an der Düne erschienen. Die Autorin ist die meist übersetzte Schriftstellerin aller Zeiten. Ihre Bücher wurden in über 100 Sprachen übersetzt. Mit dem dicksten Buch hat sie es sogar ins Guinness Buch der Weltrekorde geschafft. Alle Miss Marple-Geschichten wurden in einem Band veröffentlicht. Du hast es erfasst, es geht um Agatha Christie. Im Laufe ihrer bemerkenswerten Schriftstellerkarriere veröffentlichte sie unter ihrem eigenen Namen 66 Kriminalromane und 14 Kurzgeschichtensammlungen. Vieles veröffentlichte sie auch unter Pseudonymen. Außerdem schenkte sie uns einige der beliebtesten Figuren der internationalen Literatur. Darunter den arroganten Detektiv Hercule Poirot, Miss Jane Marple oder Tommy und Tuppence. Auch das am längsten durchgängig aufgeführte Theaterstück der Welt, die Mausefalle, stammt aus ihrer Feder. Geboren wurde sie als Agatha Mary Clarissa Miller in Torquay in der englischen Grafschaft Devon. Fast wäre sie Analphabetin geblieben, wenn sie nicht ihre Liebe zum Lesen entdeckt hätte. Ihre Mutter war nämlich der Meinung, dass sie nicht lesen lernen müsste, zumindest nicht bis sie 8 war. Aber Agatha war sehr neugierig und hatte Spaß am Lesen gefunden. Schon mit 4 Jahren konnte sie lesen. Sie wurde zu Hause von ihren Eltern und ihrer Schwester unterrichtet. Lesen, Schreiben und die Grundlagen der Mathematik liebte sie. Aber auch die Musik. Sie klimperte oft auf dem Klavier und spielte mit der Mandoline. 1901, als sie gerade mal 10 Jahre alt war, schrieb sie ihr erstes Gedicht mit dem Titel The Cowslip. Torquay ist eine Küstenstadt in England. Im Sommer ging Agatha fast jeden Tag ins Meer zum Schwimmen. Damals war es ein ziemlich nobler Badeort, den wohlhabende Europäer und Könige besuchten. Man nannte ihn auch die englische Riviera. In ihren Büchern und in ihrer Autobiografie beschreibt sie ihre Erinnerungen an diese Zeit. Oft ging sie mit ihrer Familie zum Strand. Ihre Mutter und ihre Oma wollten sich sonnen und Picknick machen, aber Agatha wollte so schnell wie möglich ins Wasser. Dazu musste sie natürlich erstmal ihre Badesachen anziehen. Du musst wissen, dass es damals nicht erlaubt war, dass Männer und Frauen gleichzeitig an diesem Strand badeten. Die Gemeindeverwaltung hatte auch ein scharfes Auge darauf geworfen, wie die Leute im Meer badeten. Das ging sogar so weit, dass Männer etwa 50 Meter von den Badekarren der Frauen entfernt baden mussten. In diesen Badekarren konnten sich die Frauen umziehen und sie wurden darin ins Wasser gekarrt. Die Badesachen, die die Frauen damals trugen, waren zum Schwimmen eigentlich eher ungeeignet. Die Frauen waren vollständig bekleidet, mit Hosen und einem gerüschten Kleid, das sie fast komplett einhüllte. Aber nochmal zu den Badekarren. Das waren kleine Hütten auf Rädern, die auf beiden Seiten einen Eingang hatten. Du bist als Frau zum Strand gegangen und konntest dich darin umziehen. Dann wurde die Hütte entweder von einem Mann oder einem Pferd ins tiefere Wasser gezogen. Am Badeplatz angekommen, konntest du durch die hintere Tür ins Wasser springen. Weit weg von neugierigen Blicken. Wenn du keine Lust mehr auf Planschen hattest, bist du in den Karren geklettert und hast eine Flagge gehisst. Das war das Zeichen, dass du wieder zum Strand wolltest. Cool, oder? Aber zurück zur Geschichte der Schriftstellerin. 1905 wurde Agatha nach Paris geschickt und ging auf ein Internat, wo sie sich überraschenderweise mehr mit Musik befasste als mit dem Schreiben. Schnell erkannte sie aber, dass eine musikalische Karriere nicht unbedingt zu ihrer Persönlichkeit und ihren Talenten passte. Insgeheim hegte sie aber trotzdem den Wunsch, Opernsängerin zu werden. Mit 18 schrieb Agatha ihre erste Kurzgeschichte, The House of Beauty. Etwa zur gleichen Zeit begann sie an ihrem ersten Roman zu arbeiten, Snow Upon the Desert. Den schrieb sie unter ihrem Pseudonym Monosyllaba. Aber alle 6 Verlage, an die sie ihr Buch geschickt hatte, lehnten eine Veröffentlichung ab. 1912 lernte Agatha ihren zukünftigen Ehemann kennen. Er hieß Archibald Archie Christie. Sie heirateten 1914. Und 2 Jahre später schrieb sie ihren ersten Kriminalroman mit dem Titel The Mysterious Affair at Styles. In diesem Roman trat Hercule Poirot erstmals auf. Er wurde als ein ehemaliger belgischer Polizist beschrieben mit einem imposanten Schnurrbart und einem eiförmigen Kopf. Trotz ihres Familienlebens und ihrer Karriere als Schriftstellerin verschwand Agatha am Freitag, den 3. Dezember 1926. Die Zeitungen griffen das damals mit Begeisterung auf. Was für eine Geschichte im Leben einer Krimi-Autorin.
Warum sie damals verschwunden ist, weiß bis heute niemand. Aber schauen wir uns ein paar Fakten an. Im April 1926 verstarb Agathas Mutter Claire auf tragische Weise. Für die Schriftstellerin war das eine schwere Zeit, denn beide waren sehr innig zueinander. Im August desselben Jahres wollte sich Agathas Mann scheiden lassen. Er hatte sich in eine andere Frau verliebt. Später im Dezember kam es zu einem heftigen Streit zwischen beiden, der wohl das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Am selben Abend verschwand sie aus ihrem Haus in Sunningdale. Ihre einzige Tochter ließ sie beim Hausmädchen zurück. Am nächsten Tag wurde ihr Auto oberhalb eines Steinbruchs halb im Gebüsch versteckt gefunden. Nur ein paar Kilometer von ihrem Haus entfernt. Im Auto waren einige Kleidungsstücke und ihr abgelaufener Führerschein. Die Scheinwerfer waren auch noch an. Hatte sie einen Unfall gehabt? Zu dieser Zeit war Agatha noch nicht so bekannt. Aber als eine beträchtliche Belohnung für Hinweise auf ihren Verbleib ausgesetzt wurde, nahm ihre Geschichte Fahrt auf und wurde zu einer nationalen Sensation. Ihr zukünftiger Ex-Mann war der Hauptverdächtige. Viele begannen nach ihr zu suchen, nicht nur Polizisten, sondern auch Freiwillige. Tagelang fand man keine Spur von ihr, also mussten extreme Maßnahmen ergriffen werden. Der örtliche See wurde abgesucht, nur für den Fall, dass etwas Schreckliches passiert war. Politiker setzten die Polizei unter Druck, um sie zu finden. Sogar Schriftstellerkollege Sir Arthur Conan Doyle beteiligte sich an der Fahndung, aber auf eine etwas kreative Weise, um es vorsichtig auszudrücken. Er nahm die Dienste einer Wahrsagerin in Anspruch und hoffte, mit Hilfe von Agathas Handschuhen ihren Aufenthaltsort zu erfahren. 10 Tage später, als es kaum noch Hoffnung gab, sie lebend zu finden, bekam die Polizei einen Hinweis. Ein Kellner vom Hydropathic Hotel in Harrogate, Yorkshire, meldete sich. Er berichtete von einem südafrikanischen Gast, der unter dem Namen Theresa Neal eingecheckt hatte und der Autorin sehr ähnlich sah. Herr Christie reiste in Begleitung der Polizei zum Hotel. Seine Anwesenheit wollte er anfangs geheim halten. Er setzte sich in eine Ecke des Speisesaals des Hotels und wartete. Bald darauf betrat Agatha den Raum. Sie setzte sich und begann in der Zeitung zu lesen, auf dessen Titelseite über ihr Verschwinden berichtet wurde. Dann stand er auf und sprach sie an, aber sie schien ihren Ex-Mann nicht zu erkennen. Doch allen war klar, dass sie Agatha Christie gefunden hatten. Jahrelang hat man sich gefragt, was dieses merkwürdige Verhalten verursacht haben könnte. Wie bereits erzählt, der Verlust ihrer Mutter und die Scheidung könnten ihre Gesundheit so stark belastet haben, dass sie psychisch zusammengebrochen ist. Böse Zungen behaupteten, sie hätte den besten Publicity-Gag abgezogen, den es je gab. Immerhin war der Krimi um ihr eigenes Leben die beste Werbung für die Krimis, die sie geschrieben hatte. Agatha konnte aber auch an einer Amnesie gelitten haben, weshalb sie ihren Ex-Mann an diesem Tag im Hotel nicht erkannt hatte. Was wir wissen ist, dass sie dieses Ereignis vergessen wollte. Sie hatte diese Geschichte nie auch nur irgendwo erwähnt, nicht mal in ihrer Autobiografie, die nach ihrem Tod im November 1977 veröffentlicht wurde.